Hallo, ich war seit längerem mal wieder bei DM einkaufen und zwei liebe Freundinnen von mir waren in Amerika und haben mir auch ein paar Sachen mitgebracht, die ich euch jetzt schnell zeige. Fangen wir mit DM an. Und zwar habe ich da mal gekauft von Alnatura dieses Apfelmark mit Mango und das hatte ich schon mal und das ist super lecker, kann ich wirklich empfehlen. Gekostet hat das 1,65 €. Dann habe ich auch noch von Alnatura Quinoa gekauft. Ja, voll das gehypte Produkt, finde ich auch recht teuer. Also im Vergleich zu Couscous oder so kostet Quinoa schon um einiges mehr. Und zwar hat das gekostet 4,70 €. Und ich habe aber Quinoa noch nie gegessen und bin schon sehr gespannt, wie das schmecken wird. Dann gab es so ein Gutscheinheft, das kann man sich immer mit den Punkten holen in Österreich. Da habe ich nochmal minus 10% bekommen und da war auch ein Gutschein dabei für dieses Rexona Maximum Protection Deo. Und voll viele YouTuber benutzen das und ich dachte, okay, ich probiere es auch mal aus. Das hat dann nur 4,50 € gekostet anstatt 6 €. Also ja, ich bin sehr gespannt. Und ich könnte es mal aufmachen. So sieht es aus. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass ich durch die Schwangerschaft irgendwie ein wenig mehr schwitze als normal. Aber es ist trotzdem noch nicht so, dass ich... Ja, also ich bin jetzt eigentlich nicht so der extreme Schwitzer, sagen wir es so. Aber ich hoffe, dass das super gut hilft. Mein allerliebstes Lieblingsdeo, was ihr auch immer in meinen Aufgebraucht-Videos seht, ist ja dieses Garnier Ultra Dry. Und das hat gekostet 3,15 €. Irgendwie teurer geworden, kommt mir vor. Keine Ahnung, auf jeden Fall, auf das schwöre ich. Und ja, irgendwie meine DM-Hauls sind nie so voller Schminksachen, weil ich einfach so viel Schminke zu Hause habe. Und da kaufe ich wirklich meistens nur die Sachen nach, die ich brauche. Wie auch meine liebste Balea-Pflegecreme. Die hat gekostet 1,25 €. Und ein Produkt von Balea, was ich jetzt auch schon das zweite Mal nachkaufe, ist diese Balea Arztseife. Die kostet 1,55 €. Und ja, die ist rückfettend und also eben gut für häufiges Händewaschen und reinigt aber auch wirklich so keimfrei. Steht das hier? Hemmt das Wachstum von Bakterien. Und ja, die mag ich sehr gerne, auch vom Geruch, ganz angenehm, eher neutral, also sowieso parfümfrei und kann ich auch empfehlen. Dann habe ich noch etwas gekauft. Ein unsexy Produkt, würde ich sagen. Slip-Einlagen von Jessa. Die haben 1,25 € gekostet, sind so für String. Und ja, ich muss sagen, ich mag die sehr gerne, falls ihr auf der Suche nach sowas seid. Dann habe ich noch Müllsäcke gekauft. 60 Liter, 20 Stück, die haben 1,75 € gekostet. Und zum Schluss noch ein Produkt, was mir leer gegangen ist, die I Love Extreme Mascara. Und ich bin extrem froh, dass ich sie wieder habe, denn sie ist mir jetzt wirklich abgegangen. Die hat 2,95 € gekostet und ich finde für den Preis super, also ganz ein solides Produkt. Und ja, kommen wir jetzt zu den Sachen, die mir meine Freundinnen aus Amerika mitgebracht haben. Und zwar habe ich einmal bestellt Converse All Star. Hui. Und ich finde, sie haben mir eine wunderschöne Farbe ausgesucht, nämlich so ein Grau. Und das ist die Größe 5,5. Ich habe so 38, 39. Ich glaube, das sind 39er, aber so jetzt mit dicken Socken und so passen sie perfekt. Und das sind originale All Star. Die haben sie im Outlet gekauft. Und die haben, glaube ich, 20 € gekostet, umgerechnet. Also war total günstig. Und dann zeige ich euch noch etwas, was eigentlich ja auf meinen anderen Kanal gehört. Aber sie haben mir auch für meinen kleinen Mann auch All Stars mitgebracht. Hui!
Die sehen so aus, damit wir dann quasi im Partnerlook gehen können. Und ja, und die kleinen waren teurer als die großen. Also ganz spannend, weil es auf die großen irgendwie noch Rabatt gegeben hat. Insgesamt habe ich für beide 30 Euro bezahlt, aber es war irgendwie so, dass die 20 gekostet haben und dann gab es bei der Kasse noch Rabatt und die haben alleine 17 Dollar gekostet. Keine Ahnung, ich habe meiner Freundin 30 Euro gegeben und habe die beiden Schuhe bekommen und bin super happy. Und dann habe ich noch meine EOS Lippenbalsam Labellos nachbestellt. Und da haben sie mir 3 Stück mitgebracht. Sie haben mir sonst auch noch ein paar Sachen für das Baby mitgebracht, die ich aber dann auf meinen anderen Kanal, den ich euch in der Infobox verlinke, zeige. Und ja, das war's schon wieder mit meinem Haul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis bald. Tschüss.